Willkommen auf meinem Kanal, Freunde, Fahrtszene. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es geht nicht um meinen E36 heute, obwohl er wirklich sehr, sehr nice aussieht. Was meint ihr? Wir fahren heute meinen E92 M3 raus. Ungelogen, ich habe ihn vor 4 Wochen gewaschen. Er ist wirklich sauber. Schaut mal her. Ja, Freunde, ich habe es vermisst. Bevor wir losfahren, ich muss doch tanken. Aber bevor wir losfahren, richtig, wie ihr sehen könnt jetzt, in 3, 2, 1, der liebe M ist immer am LAN, eingestaubt, kann man das sehen, alles auf der Motorhaube. Mann, 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 Vati. Eieiei. Und ich würde auch sagen, hier fehlt etwas. Was meint ihr? Was meint ihr? Der Bereich hier. Wird schon nice aussehen, aber mal schauen. Eventuell dieses Jahr mit Carbon. Muss ich mal gucken. Wir werden noch gleich den Juno abholen. Er wird mitkommen. Wir fahren Richtung Mal. Ich habe mir ein paar Teile bestellt. Den muss ich abholen gehen. Probleme gehabt beim E60. Teile für den E36, Teile für den E60. Und schaut mal her, was ich letztens gekauft habe. Ist er wieder ausgegangen? Er hat einen Motorschaden. Die Schlüssel von meiner Limo. Limo fahre ich zurzeit daily. Hier haben wir den M-Schlüssel. Also ich werde mich jetzt freuen. Ich habe Probleme mit meiner Kamera, Freunde. Sorry. Endlich angekommen beim Juno. Schaut mal her, was wir dort haben. M440i. Ich muss wirklich sagen, die neuen Fahrzeuge sind eine Rakete. Überleg mal, bei dem jetzt eine Stage 2 wird schon auf jeden Fall scheppern. Was machen wir? 2012 V8 Sauger. Genießen, genießen, genießen. Aber was ich euch noch sagen kann ist, die neuen Fahrzeuge, die kriegen mich auch bald ein. Was soll ich dazu sagen? Die neuen M4 könnte ich mich auch sehen lassen. Oder in den neuen M4 CSL. Ich habe letztens eins gesehen für 189.000. Da kommt der liebe Juno. Gerade am Ballern hier. Zwei neue 7er BMWs. Der ganz neue BMW M4 war gerade dabei. Ich habe dem lieben Juno gesagt, ey, du musst jetzt bitte filmen. Aber leider nicht. 2,27 €. 102 Oktan Ultimate, Adrenalin wieder ein bisschen gehabt, ey. Lieber Juno. Es ist windig, sorry Freunde. Wie ihr sehen könnt. Was sagt die Uhr jetzt? 20:29 Uhr. Und die Autobahn ist wieder komplett voll. Wir haben hier Baustelle. Wir haben vorhin getankt, 50 €, ihr habt es ja gesehen, schaut mal her, er ist natürlich nicht voll, mehr als die Hälfte, ne Juno? Jo. Reicht für heute Abend. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich werde heute nach Mal fahren. Die Fahrt dahin wird mich einiges kosten, aber ist ja egal. Viele werden jetzt bestimmt reinschreiben, ey, du fährst in M3, achte gar nicht auf die Spritpreise. Freunde, ich achte gar nicht drauf. Ihr wisst selber, den M fahre ich gleich zweimal im Monat oder nur beim schönen Wetter. Wollte ich mal kurz gesagt haben. Wer ein M3 fährt, sollte natürlich nicht auf die Spritpreise achten. Wir haben jetzt vorhin bekommen 20 Liter für 50 €. Das sind vielleicht 100 Kilometer, die du Spaß haben kannst. Mehr auch nicht. Ultimate. Ultimate. So. Es macht Spaß. Es macht Spaß, es macht Laune. Ja. Erst der Arsch, dann die Pflaume. Ja, gut. Erstmal jetzt so ein Strebermodus.
die Straße jetzt, Freunde. Die Straße. Natürlich, wenn du Rennstrecke fährst, fahr auch rein, ne? Fahr ab und zu rum cruisen. Ja, zu stark. Ich bin schon am überlegen, ob ich Gewindefedern kaufen soll. Der eine meinte zu mir letztens, ne, wenn schon direkt Gewindefahrer. Ich wollte Gewindefedern verbauen, also kaufen, eventuell. Ich will einmal Gas geben, das funktioniert nicht. Ja, hier ist ein bisschen voll. Ich habe vorhin zwei neue 7er gesehen, ja, und den neuen M4. Habe ich recht? Den neuen M4 und genau, den alten M4. Und bei dir vor deiner Haustür, deinen Nachbarn haben wir doch gesehen. Den weißen E92 M3, ne? Ja. Ja. So. Reifen. Wir sind noch auf der A43. Ich weiß gar nicht, ob auf der A43 Blitzer ist. Hier nicht, nein. Danach nicht, also nach der Baustelle nicht. Okay. Also kenne ich vom Motorradfahren. Der liebe Dünner ist Mopedfahrer. Die Kamera an, wir sehen gar keine Fahrzeuge. Das hasse ich. Jetzt kannst du. Fähr mal kurz Schild.
in den Endzeiten. Ich bereue nur, dass wir nicht direkt schon am Anfang gefilmt haben. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, war ein schönes Video. Meinst du an der Ampel oder von hier? Ampel. Von hier. Noch eine Linkskurve. Ich sag's immer wieder, Bruder. Dieses Dröhnen unten rum. Ich hab den dritten Gang jetzt. Fach, ne? Das holt vom Sack raus. Angekommen am Ziel. Ich bin zu Besuch bei Burak. Ich würde jetzt auch sagen, kommen wir nun zum Ende des Videos. Der Bruder Burak, der wartet auf mich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, gebt jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal Fatih10R. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.